Bülent Ceylan live im Hermann-Föchting-Gymnasium in Blomberg. Er ist als Botschafter des Wettbewerbs Alle Kids sind VIPs unterwegs. Der Integrationswettbewerb zeichnet Projekte aus, die sich für Toleranz und Fairness einsetzen. Wenn ihr gut miteinander lebt, dann kann Deutschland auch davon leben und auch davon lernen. Und deswegen sage ich einfach nochmal Dank an euch, dass ihr für Integration euch so engagiert. Wirklich vielen Dank. Die Bertelsmann Stiftung hat den Besuch des beliebten Comedians möglich gemacht. Als Belohnung für ein vorbildliches Projekt zum Thema Rassismus. Ob Film, Fotostory oder selbst komponierter Song, viele Schüler haben mitgemacht. Eigentlich haben ja alle in dem Sinne gewonnen, weil alle sich bemüht haben, etwas zu machen. Und es war schon ein schönes Gefühl, so, das zu wissen. Gemeinsam gegen Rassismus, dafür wollen die Jugendlichen auch weiterkämpfen. Sie können außerdem mit Bülent Ceylan über Integration, Vielfalt und Engagement diskutieren. Und auch zu den aktuellen Ereignissen bekommen die Jugendlichen Antworten. Nicht jeder Muslim ist Fanatiker. Also es gibt ganz wenige und die machen leider so viel Schlimmes, dass man Angst kriegt. Nach den ernsten Themen wird's lustig. Bülent Ceylan öffnet sein Haar auf Bitten einer Schülerin. Doch die Schüler sollen noch mehr mitnehmen an diesem Tag. Bei einem professionellen Coaching definieren die jungen Projektmacher ihre nächsten Ziele. Damit möchte die Bertelsmann Stiftung die Jugendlichen in ihrer weiteren Arbeit unterstützen. Alle wollen sich nachhaltig für Vielfalt einsetzen. Deutschland ist multikulturell und soll es hoffentlich auch immer bleiben. Weil ich glaube, Deutschland wäre ganz arm ohne einen Dönerladen oder einen Griechen oder wie auch immer. Und deswegen so soll es doch eigentlich hoffentlich bleiben, dass wir uns einfach miteinander gut vertragen und wieder gemeinsam lachen können. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Bülent Ceylan will Menschen zum Lachen bringen und sie so ohne kulturelle und religiöse Vorbehalte verbinden. Das ist sein Weg zu mehr Respekt und Vielfalt. Die Schüler in Blomberg hat das überzeugt. Ich finde, er hat dieses Bild von Schule ohne Rassismus noch verstärkt. Ich finde, man hat halt gemerkt, man hat was Gutes gemacht und man hat sich für was Gutes eingesetzt und es hat sich gelohnt. Ja, allein, dass er hier seine Zeit opfert und bei so einem Projekt überhaupt mitmacht, zeigt ja wirklich, dass er da auch was erreichen möchte und dass er Courage zeigen möchte. Alle Kids sind VIPs!